Servus God of War Freunde, willkommen zum ersten Walküren Guide. Ich möchte euch hier die Mechanik von der Walküre in den Vorlanden zeigen, wie ihr sie so schnell wie möglich besiegen könnt, ohne irgendwelchen Schaden zu erleiden. Kurz vorab, ich werde euch hier die komplette Spielmechanik erklären von dieser Walküre, jeden einzelnen Angriff, dass ihr das perfekt selber nachmachen könnt, beherrscht und hier keine Probleme bei der Walküre habt. Ich zeige auch am Schluss noch, welche Rüstung ich anhatte, welche Runen ich verwende, dass ihr das 1:1 ja nachmachen könnt. Ich spiele es hier auf der normalen Schwierigkeitsstufe, aber im Endeffekt ist es egal, auf welcher Stufe ihr spielt. Ihr müsst einfach nur die Mechanik beherrschen. Ich beginne den Fight immer mit der 1-Taste. Wir können am Anfang wirklich sehr viel Schaden machen. Ihr könnt auch gleichzeitig, wenn ihr sie schon angehittet habt, gleichzeitig noch die Viereck-Taste drücken, gedrückt halten für die Wölfe von Atreus. Ich finde die Wölfe wirklich am besten. Sie hüpfen immer auf sie zu und sie wird länger gestunt. Hier macht sie auch schon den ersten Move. Der ist eigentlich relativ easy. Den kann man immer ausweichen. Der trifft eigentlich nie. So, die Wölfe sind hier aktiv. Sie kann gar nichts machen. Und jetzt wird sie weiter mit der R1-Taste bearbeitet, bis sie natürlich wieder wegfliegt und ja, ihr seht, die Wölfe machen einen richtig guten Job. Jetzt ist sie weg und in dem Moment, wenn sie beide Hände mit diesen Kreisen um den Kopf haben, müssen wir ausweichen. Jetzt fliegt sie auf uns zu, das muss ebenfalls ausgewichen werden. Beide Mechaniken sind nicht blockbar und nach diesem Anflug-Move ist sie wirklich sehr lang an einer Stelle und macht nicht wirklich viel und ihr könnt da wirklich gut Schaden drücken. Ich habe auch hier noch meine Rune aktiviert, dass sie nochmal so ein bisschen betäubt ist. Danach kann ich dann nochmal 3 bis 4 Mal auf sie draufhauen, bis sie halt wieder wegfliegt und zum nächsten Move ansetzt. Den Move habe ich jetzt hier leider verpasst wegen der Damage-Phase. Jetzt bin ich hier kurz geblendet. Das kann man aber, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man diesen Move von ihr zunichte machen kann. Entweder man schießt in dem Moment mit einem Atreus sie an, dann fliegt sie auf den Boden, man kann die Axt auf sie werfen und was ich das Beste finde, man guckt in dem Moment einfach weg und nachher wieder hin, dann wird man nicht geblendet und bekommt auch safe gar keinen Schaden, weil kann natürlich sein, wenn die Axt zu spät geworfen wird oder so, wird man halt trotzdem geblendet, dann war es umsonst. Hier wirft sie jetzt die einzelnen Kreise wieder, die sind blockbar, da müsst ihr nichts machen. Bei diesem Doppelkreiswurf, wie gesagt, da muss man jetzt hier kurz dodgen. Am besten einfach immer Schild gedrückt halten, einmal die X-Taste, dann weicht er so ein bisschen aus, ihr seht's, und zweimal die X-Taste, dann macht er eine komplette Rolle und hier ist sie jetzt wieder sehr lang an einer Stelle, das sieht man jetzt auch gleich. Ich lade sogar hier ganz kurz die Heavy durch und sie macht hier gar nichts und bekommt dann wirklich ein ordentliches Stück Schaden und diese Schadensphasen darf man auf jeden Fall nicht verpassen, gleich zu ihr hinrennen und hier Schaden drücken. So, jetzt macht sie wieder diesen Sichel-Move. Kann man einfach wirklich sehr easy ausweichen, weil der auch relativ langsam ist. Nach diesem Sichel-Move ist sie auch wirklich sehr lange an der gleichen Stelle hier direkt auf sie zuspringen. Ihr könnt wirklich 20 Meter entfernt sein, es langt immer noch, rennt auf sie zu und schlagt sie nieder und ist wirklich auch eine sehr gute Schadensphase. Mal schauen, was sie jetzt gleich macht. Was auch immer wichtig ist, wenn sie wegfliegt oder so und ihr blocken müsst, weil sie irgendwelche Angriffe macht, schaut immer, dass ihr mit Atreus auf sie ballert mit der X-Taste. So, jetzt macht sie wieder beide Hände nach oben. Wir reichen hier aus, ist nicht blockbar. Und jetzt hier in der Phase kann man eigentlich auch gut mit dem Pfeilen von Atreus arbeiten, weil ich mache in dem Moment nichts außer blocken. Das habe ich jetzt hier selber nicht gemacht. Die anderen waren jetzt hier wieder blockbar. So, was macht sie jetzt? Sie läuft auf uns zu. Dieser Drehmove ist auch blockbar. Wenn ihr davor nicht geblockt habt und der Drehmove kommt, dann könnt ihr meistens nicht mehr so schnell blocken und bekommt Schaden ab. Jetzt macht sie diese einzelnen Flügelschwinger, würde ich jetzt hier sagen. Auch in der Phase, ihr seht, jetzt benutze ich den Atreus einfach mit den Pfeilen auf sie ballern, dass der Schaden weiter da ist. So, was kommt jetzt als nächstes? Jetzt wirft sie uns so ihre Metallfedern entgegen und sie geht jetzt hier wieder in die Luft. Und jetzt muss ich mich ganz schnell nach hinten drehen. Ihr seht es mit der Steuerkreuztaste nach unten, ihr dreht euch weg und wieder nach vorne. Und ihr könnt das sehr gut abpassen, weil dann auch dieser, ihr bekommt immer das Dreieck angezeigt, wenn ihr angegriffen werdet. Und wenn das weg ist, könnt ihr euch instant wieder umdrehen. Jetzt kommt sie her. Und da muss man auch immer ausweichen, einfach Block gedrückt halten, einmal die X-Taste, ihr weicht aus. Und bei ihr müsst ihr immer nach rechts ausweichen, weil dieser Flügel immer der rechte ist.
Und ja, ihr müsst dann einfach, wenn ihr nach links dann ausweichen würdet, würdet ihr immer den Flügel abbekommen und es macht sie halt immer gleich. Deswegen ist die Mechanik auch relativ easy. Hier packt sie jetzt ihre einzelnen Schwingen wieder aus. Die sind blockbar. Da müsst ihr nicht viel machen. Und ihr seht, ich kriege auch im Kampf jetzt nicht wirklich viel Schaden. Wenn man so ein bisschen die Mechanik drauf hat, dann sind die Kämpfe wirklich sehr, sehr easy. Und es ist im Endeffekt egal, welche Rüstung man anhat. Die werde ich euch später auch noch zeigen. So, jetzt habe ich mich sogar vertan. Sagt, die wollte mich blenden. Aber man kann sich trotzdem schnell genug umdrehen. Das sind wieder diese einzelnen Scheiben, die kann man blocken. Jetzt wird diese Doppelscheibe in die Luft. Die muss man jetzt hier dodgen. So, mal schauen, was sie jetzt gleich als nächstes macht. Sie wiederholt das Ganze. Diese einzelnen Scheiben sind wieder blockbar und hier auch wieder die Pfeile von Atreus benutzen, sehe ich gerade, habe ich in dem Moment nicht gemacht. So, jetzt hier wieder diesen Doppelmove, muss ausgewichen werden. So, sie kommt jetzt runter. Mal schauen, was sie jetzt als nächstes macht. Sie wirft uns die Metallfedern entgegen. Wie gesagt, alles blockbar. Jetzt geht sie in die Luft und wirft uns die Doppelfrisbees oder diese Doppelkreise. Die müssen wieder ausgewichen werden. Und normalerweise macht sie jetzt danach, genau, sie macht jetzt den Anflug, hier auch ganz easy wieder ausweichen. Und jetzt haben wir eine sehr lange Schadensphase. Direkt anspringen und danach mit der R1-Taste die ganze Zeit bearbeiten. Hier kann man auch wieder gut Runen einsetzen. Mal schauen, ob ich das gleich mache. Bis jetzt nicht. So, jetzt aktiviere ich meine Rune, um eben die Schadensphase nochmal ein bisschen zu verlängern. Sie jetzt hier nochmal gestunt für ein, zwei wahrscheinlich Schläge. So, jetzt holt sie hier direkt aus. Alles blockbar wieder mit diesen Flügeln, wenn sie uns die einzelnen Flügeln zeigt. So, hier in der Phase, ihr seht es auch wieder, ich kann selber keinen Schaden machen, weil ich blocken muss und ich benutze Atreus, um den Schaden weiter hochzuhalten. Ihr habt es wieder gesehen, sie hat uns ihre Metallflügel oder ihre Metallfedern entgegengeworfen. So, jetzt ist sie in der Luft und jetzt hätte sie mich eigentlich geblendet und deswegen habe ich mich auch umgedreht, aber in der gleichen Sekunde hat Atreus halt seinen Pfeil abgeschossen. Und dadurch ist sie dann direkt runtergefallen, es wurde abgebrochen. Im Endeffekt, ihr könnt drei Sachen machen, wie ich es vorher schon erzählt habe. Entweder ihr macht es mit Atreus seinen Pfeilen, ihr wirft die Axt oder ihr dreht euch halt einfach um. Ich finde die letzte am besten, weil so geht ihr auf jeden Fall safe. Weil bei den anderen, wenn der Pfeil zu spät kommt oder die Axt, dann werdet ihr halt geblendet und mit dem Weggucken nicht. So, jetzt schauen wir uns den nächsten Move an, was sie danach macht. Jetzt geht es wieder in die Luft, wirft diese einzelnen Frisbees und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil ich dachte, sie wirft diese doppelten und ja, hier habe ich natürlich Schaden bekommen. Jetzt wirft sie diese doppelten und ihr habt gesehen, wie lange ich gekämpft habe, ohne einmal Schaden zu kriegen. Am Anfang habe ich eine Mechanik verpasst, das mit dem Blenden und jetzt einmal die hier und sonst wurde ich im Fight überhaupt nicht getroffen. Jetzt nach diesem Move, wenn sie wieder angeflogen ist, kann man wirklich sehr viel Schaden machen. Mal schauen, ob ich gleich, genau, ich aktiviere sogar meine Rune. Und hämmer dann nochmal ein gutes Stück weiter auf sie ein. Und ihr seht, sie ist jetzt auch schon fast tot. So, sie haut mir jetzt nochmal ab. Mal schauen, was sie jetzt noch macht. Sie macht jetzt hier nochmal diese Kreise. Doppel sogar heißt ausweichen. Und jetzt macht sie ihren Ansturm. Und das ist natürlich jetzt ihr Tod, weil sie danach sehr lange an der gleichen Stelle bleibt. Ihr werdet es auch sehen, ich werde direkt drauf springen. Und danach noch mit der R1-Taste weiter bearbeiten. Und normalerweise können wir dann den Finisher machen. Genau, der Finisher ist ready. Und das war jetzt hier soweit der Kampf. Ich zeige euch jetzt noch, welche Rüstung ich habe, welche Skills ich eigentlich benutze, falls ihr die noch nicht geskillt habt. Und ja, aber im Endeffekt ist es wirklich vollkommen egal, welche Rüstung oder was ihr eben anhabt. Wenn ihr die Mechanik drauf habt, macht sie eigentlich überhaupt gar keinen Schaden. Und ihr könnt sie auch auf jedem Schwierigkeitsgrad besiegen. Hier sehen wir jetzt die Rüstung, die habe ich mir einfach schnell zusammengefarmt. Vivaldis Rüstung, auch nichts wirklich abgestimmt. Ihr seht die Zauber noch, epische Zauber, nicht wirklich was drauf. Talisman habe ich jetzt hier gar nicht verwendet, ist eigentlich ein sehr cooler Talisman, denn ja, der heilt einen, wenn man ihn aktiviert, man bekommt weniger Schaden und man wird auch nicht zurückgeworfen. Ich hätte jetzt einen anderen eigentlich benötigt und zwar so ein Weltenverschiebung, Weltenriss. Da wird der Gegner für 5 Sekunden außer Gefecht gesetzt und man kann eben nochmal Schaden machen. Wäre es für mich besser gewesen. Von den Waffen her benutze ich ja, die ersten zwei Runen. Finde ich, die funktionieren ganz gut. Der Gegner wird eben kurz gestunt. Der finde ich besonders cool, ist auch wirklich sehr schnell wieder aufgeladen. Der andere dauert so ein bisschen länger, funktioniert aber auch ganz gut. Vom Griff her habe ich diesen neuen Griff, habe dazu auch ein Video gemacht, wo man so ein Rätsel lösen muss. Ja,
Die Chaosklingen könnt ihr auch mit einbeziehen, wenn ihr da gute Runenangriffe habt. Habe ich nicht, deswegen habe ich die Chaosklingen jetzt nicht mitverwendet. Und von den Skills her, was ihr unbedingt skillen solltet, wäre dieser Sprungangriff R1 oder R2, wahlweise, was ihr gerne möchtet. Und was halt auch cool ist, ist ja dieser Move, dass der Frostschaden erhöht wird, desto mehr Angriffe man macht, ohne dass man selber Schaden bekommt. Das ist dann für kurze Zeit auch immer aktiv. Das war es eigentlich soweit. Im Endeffekt vollkommen egal, welche Rüstung ihr habt, welche Schwierigkeit, ihr müsst einfach nur die Mechanik drauf haben und dann sind diese Gegner relativ easy. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Es kommen jetzt auch immer mehr Walküren raus. Die haben natürlich auch immer andere Moves. Wer mehr sehen will, kann auch gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao, haut rein.